Willkommen zurück bei Minecraft Hardcore. Jawohl. So. Hat sich der Dicke jetzt rausgetraut? Oder müssen wir den erst raustrauen? Wir haben noch 17 Erde. Wir können ihn rausdrängen. Pass mal auf, Dicker. Jedes Mal, wenn du einen Schritt vorgehst, machen wir hier zu. Gehst du noch einen Schritt vor? Machen wir wieder zu. So. Ist das nicht toll? Kommst du hier durch? Jawohl, er ist raus. So. Gut. Ach, Mist. Jetzt komme ich ja hier nicht mehr rein. Ich Depp. Na gut, dann werde ich den Notausgang benutzen. Jetzt hast du mal eine Schneemänner platt gemacht. Ey. Ach. Ihr Spacken. Ach nee, die Spinne ist das. Die Spinne hat die Schneemänner platt gemacht. So ein Scheibenkleister. Okay. Ja, das Haus ist nicht spinnsicher. Na gut. Ich weiß den Plan für heute. Wir kümmern uns um die Spinnen. Dazu brauche ich Steine. Steine sind unten. Ich gehe jetzt erstmal nach oben und lade hier mal das Lapis ab. Dann nehme ich mal meine Schaufel und sammle mal rundherum den Schnee ein. Weil wenn ich eins brauchen werde, ist das... jede Menge... Schnee. Schnee im Sommer. So. Wie viel Schnee habe ich jetzt? Genug. Warte, die nehme ich auch noch mit. 6. Für 3 Schneemänner. Das heißt, ich brauche jetzt Kürbis. Hier nehme ich in dem sanften Händchen weg. Und die mit der Axt. Okay. So. Einen haben wir schon. Das heißt, ich brauche noch 2 weitere. Schere. Und Axt. Okay. Die Samen kommen hier rein. Da sind sie. Und jetzt geht's los. Oh, warte mal. Ich muss das Haus spinnensicher machen. Das heißt, ich brauche Steine. Hallo. Ich hätte gerne Bricks. Danke. So, hier oben hatte ich auch noch einen Brick. Ach, da habe ich ja mehr als genug Bricks. Gut. Aus den Bricks mache ich... Treppen. Sieht lustiger aus.
Hallo, mein Freund, ich hätte gerne. Wie viel werden wir brauchen? Machen wir erstmal 20. 12. Quatsch, 20. So, und 12 bleiben übrig. Das zum Thema Zahlen, bitte. So, mal gucken. Also, ich habe mir das so gedacht. Dass wir hier die Reihe... Oder lieber so rum. So rum. Ja, wir wissen's. So. Dass wir hier die Reihe spinnsicher machen. Dann kommt nicht die Spinne ran, kloppt dagegen. Und das war's. So. Danke. So. Super. Genau. Dann können die hier nämlich nicht mehr hochklettern oder von oben die Leute platt machen. Die Schneemänner. So. Und hier werde ich das zum Teil auch machen müssen. Aber weiter kommen die Spinnen ja nicht. So. Das sollte jetzt helfen. Wie sieht's denn hier aus? Du kannst ziemlich weit nach vorne, wa? So, aber normalerweise müsste der hier sicher sein. Warum ist der platt gegangen? Wahrscheinlich durch den Bogenschützen. Okay. Dann werde ich die jetzt neu aufbauen. So, ich brauche dazu Schnee. Ich brauche dazu Kürbisse. Und ich brauche eine Axt. So. Und ich brauche dazu einen Sand, den ich hier hinten hinstelle, damit er mir nicht da wegspringt. So. Oh, warte mal. Den können wir mitnehmen. Und jetzt geht's los. Eins, zwei, erwache zum Leben. So, jetzt brauche ich meine Platte wieder. Hallo, mein Freund. So. Feuer frei. Hier da hinten ging es gut. Und jetzt ist die andere Seite dran. Oh, warte mal. Dann können wir gleich mal den Kumpel da drinnen fragen, ob er wieder ein Stack Sämereien haben will. Hallo, wo bist du da? Hier, schenke ich dir. Hör mal, ich mache dir hier ein wertvolles Geschenk, ja? Also, nimm es. Danke. So. Ach so, wir wollten ja nach oben. So. Ach. Zeig wieder den Honig kaputt gemacht. Ich krieg auch langsam Honig im Kopf hier. So gut wie der Honig auch ist, der geht einfach zu schnell kaputt. Können die Bienen nicht etwas stabileren Honig züchten? So. Den kaputt machen. Den draufsetzen. Und jetzt kriegst du deinen Deckel wieder. Viel Spaß!
So, und hier auch. So. Den kaputt machen. Mal sehen, ob es klappt. Ach so, ich brauche ja eh Sand, weil ich ja den Deckel wieder draufsetzen muss. So. Gut, ich hoffe mal, ihr seid jetzt etwas sicherer mit der Kante hier vorne. Alles klar. Die Nacht kann kommen. So, hier ging's runter. So. Wie sieht's eigentlich jetzt hier hinten aus? 12 Stück hast du noch. Da müssen wir mal gucken, wie viele hier unten sind. 14 Flaschen. Cool. So. Die nehmen wir mal. Der Honig kommt hier rein und die Flaschen kommen da rein. Alles klar. So langsam haben wir genug Honigblöcke. Die könnten wir hier oben einfach in einer Reihe auslegen. Und wenn dann einer draufläuft, kann er nicht mehr über die Mauer springen. Das wäre auch mal ein Spaß. Hopp. Aber hier hinten schleicht sich... Oh. Von wegen, da schleicht sich auch keiner an. Ein Enderman! Habe ich den? Ja, ich habe ihn. Juhu! Es gibt einen Enderman. Wahaha! Hopp! Jetzt darfst du herkommen. Ein Pilz hat er geklaut. Du weißt, auf Diebstahl steht die Todesstrafe. Na, ist doch schön. Zum Abschluss der Folge noch eine Enderperle. Super. Da würde ich mal sagen, das funktioniert. Ich gehe jetzt schlafen. Wir haben eine Enderperle mehr. Und deshalb sage ich danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. See you later. Und gute Nacht.